Und als viertes sagt er, ich will keine formale Hierarchie erschaffen. Und dann lud ich ihn mal ein, zu zeigen, was er denn bisher schon sich für Gedanken gemacht hat. Und er legt mir eine Pyramide vor. Stefan Veluda, arbeite gerade als Agile Coach bei Idealo Internet in Berlin und bin nebenbei selbstständiger Berater für Organisationen, die Flow ermöglichen möchten. Psychologischen Flow, aber eben auch Flow der Wertschöpfung. Und ich persönlich bin geleitet von dem Gedanken, dem Glauben an die humane Weltwirtschaft und dass sie dringend notwendig ist, das weiß ich. Das ist kein Glaube, sondern Wissen. Und ein kleiner Disclaimer vorab, ich war in der Masterclass von Nils Pfleging. Das muss man, glaube ich, wissen, nicht aus dogmatischen Gründen, sondern einfach quasi aus welchem Fundus ich auch schöpfe. Und in den nächsten Minuten, 15 Minuten ungefähr, möchte ich ganz gerne mit euch über zwei Glaubenssätze sprechen, die ich persönlich ablegen musste, um mit Menschen in einen schöpferischen Diskurs über Beta gelangen zu können. Und ich möchte euch ganz gern drei aufeinander aufbauende Tipps geben, wie wir als Community Gespräche über den Beta-Kodex gestalten können, um den Beta-Kodex selbst wirksam in den Diskurs zu bringen. Also nicht um den Beta-Kodex selbst willen, sondern um die Wirksamkeit dieser Idee. Und um so ein bisschen warm zu werden, habe ich ein kleines interaktives Element auf dem Muralboard vorbereitet. Ihr seht in der Sektion, wo mein kleiner Impuls angekündigt wurde, so eine Skalierung zwischen Ja und Nein, dieser rote Kreis und der grüne Kreis. Und da steht die Frage, wer von euch hat denn schon mal mit anderen Menschen, die sich noch nicht mit dem Beta-Kodex befasst hatte, also mit diesen Menschen über den Beta-Kodex gesprochen? Also wenn ihr das schon mal habt, mal so einen Pin und schiebt den auf Ja. Ihr könnt euch den roten Pin einfach greifen, von denen sind unendlich da, auch wenn man denkt, es sei nur einer. Okay, das reicht mir für den Augenblick. Was ich gerade sehe, ist, dass ihr schon mit anderen über den Beta-Kodex gesprochen habt. Und vielleicht habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht, die ich gemacht habe und die mich auch bewogen hat, heute diesen Impuls zu geben. Nämlich, dass die Gesetze von Beta, diese 12 Gesetze, die aufeinander aufbauen und die sich wechselseitig bedingen, dass die nicht verstanden werden. Dass schnell der Vorwurf genannt wird, das ist zu groß, das ist zu dogmatisch oder dass das einfach abgelehnt wird mit der Aussage, na, das geht bei uns nicht. Und aus diesen Erlebnissen heraus war ich echt frustriert und betrübt, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich sehe ganz klar das Potenzial, das im Beta-Kodex liegt für Menschen, für Unternehmen und für die Gesellschaft als Ganzes. Und ich bin zutiefst überzeugt von der Notwendigkeit für zeitgemäße Organisationsgestaltung. Und trotzdem kam ich mit dem Thema irgendwie nicht an und ja, habe mich irgendwie in meine Frustration so ein bisschen zurückgezogen, sage ich ganz ehrlich. Und dann hatte ich ein Gespräch mit Nils Pfleging, der das Zitat, das ich hier auf dem Muralboard habe, gesagt hat. Er sagte, das kann gar nicht so schwer sein, Stefan, denn jeder will Beta. Und das war für mich, das hat nicht zu meiner Erfahrung gepasst. Und dennoch hat Nils das so voller Überzeugung gesagt, dass ich drüber nachdachte und mir überlegt habe, was müsste ich denn ändern an der Art und Weise, wie ich über dieses Thema spreche, um dieses jeder will Beta auch in tatsächlich irgendwie erleben zu können. Und ich habe drüber nachgedacht und dachte, na, eigentlich möchte niemand über Beta belehrt werden. Da können wir uns schon mal einig sein. Also wenn man dann quasi predigt, das lehnen viele ab. Niemand will über Beta belehrt werden. Und dennoch wollen, davon bin ich inzwischen auch überzeugt, alle die Effekte von Beta. Denn niemand steht morgens auf und sagt, heute baue ich ein Unternehmen, in dem die Menschen ihren Kopf ausschalten und so richtig schön frustriert sind. Es gibt auch niemanden, der morgens aufsteht und sagt, heute werde ich daran arbeiten, dass wir uns so organisieren, dass wir so langsam werden, dass nichts mehr fertig wird. Und es steht auch morgens niemand auf, der sagt, heute kann ich endlich das Projekt starten, mit dem wir den Kunden so richtig ins Markt frustrieren. Gibt es nicht. Niemand sagt das. Und dennoch passiert es. Und wenn es also stimmt,
dass alle Menschen die Effekte von Beta wollen, dann musste ich mir die Frage stellen, was habe ich denn in der Gesprächsführung falsch gemacht? Und jetzt komme ich zu den zwei Glaubenssätzen, die ich in der Reflexion festgestellt habe und die ich überwinden musste. Und ich bin da ganz ehrlich und ganz persönlich. Und vielleicht resoniert das mit euch auch, weil ich glaube, dass wir auch in der Community ein ähnliches Phänomen haben. Glaubenssatz 1: Es ist meine Aufgabe, die andere Person von Beta zu überzeugen. Glaubenssatz 2: Weil ich mich für Beta einsetze, gehöre ich zu den besseren Menschen. Glaubenssatz 1: Die Annahme, wir müssten oder könnten gar andere Menschen von unseren Ansichten überzeugen, ist nicht nur falsch, sondern sie ist schlicht auch unnötig. Menschen lassen sich nicht überzeugen. Das war noch nie so, dass Menschen sich überzeugen lassen, auch wenn wir die Geschichte lieben. Ja, ich habe da jemanden überzeugt, ich war so überzeugend. Ist immer Unsinn. Menschen überzeugen sich immer selbst, wenn sie zu einer Erkenntnis gelangt sind. Das heißt also, wir müssen uns die Frage stellen, ist die Didaktik gut genug, dass eine Erkenntnis passieren kann? Und ich finde, auch in der Community fallen wir auf diese Annahmen herein. Also im Social Web sprechen wir übereinander her und versuchen uns ständig irgendwie zu überzeugen. Aber wir müssen gar nicht überzeugen. Also selbst wenn wir überzeugen könnten, was wir nicht können, aber selbst wenn wir es könnten, müssten wir nicht überzeugen, weil wir ja schon dieselbe Sache wollen. Nur nachdem wir da im Diskurs sind, die gleiche Vorstellung von dem Weg, den wir einschlagen wollen, um das zu bekommen, was wir wollen. Und nun kommen wir zu dem persönlichen Glaubenssatz, Glaubenssatz 2 der Überlegenheit. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das auch in der Beta-Community gelegentlich anzutreffen ist. Die Psychologie nennt das den kollektiven Narzissmus. Das ist durchaus was ich glaube, was wir beobachten können. Wir fallen dem anheim, indem wir glauben, dass wir besser sind, weil wir etwas erkannt haben, was andere Menschen noch nicht erkannt haben. Und wenn ich wir sage, meine ich auch mich. Aber ich meine das nicht böse und ich meine das auch nicht verurteilend, denn das ist ein völlig normales Phänomen, das in Gruppen passiert, die sich lange mit einem Thema auseinandersetzen. Doch es stand mir persönlich im Weg, um mit anderen in einen Diskurs zu gehen. Und ich muss mir eingestehen, ich bin, wenn ich mich dem Beta-Kodex verpflichtet fühle, auch verpflichtet, konsequent auf die Abwertung der Gesprächspartner zu verzichten. Das ist für einige, die coachen, wahrscheinlich eine Binsenweisheit. Für mich war das aber trotzdem eine Erkenntnis, weil ich aus der Beratung komme und nicht aus dem Coaching. Es ist für mich also quasi normal, Sachen zu wissen, die die Klienten in der Tiefe noch nicht durchdrungen haben. Aber das in Beziehung gehen ist nun mal die Voraussetzung für den schöpferischen Diskurs. Und nach der Überprüfung meiner zwei Glaubenssätze konnte ich meine Didaktik verändern. Und ich änderte meine Gesprächsführung und nicht auf eine missionarische Art und Weise, sondern tatsächlich in eine Gesprächsführung, die in den Dienst der Sponsoren oder der Klienten gestellt ist. Und dafür habe ich zwei Beispiele mitgebracht, die ich ganz gerne mit euch teilen möchte. Das sind echte Beispiele aus echten Gesprächen. Ich habe die hier ebenfalls visualisiert auf dem Muralboard. Ihr seht die unten, was in dem Kreis, was Sponsoren ausdrücken. Sponsor A, ich fragte den Sponsor A, das ist ein Unternehmer, der hat ein Softwareunternehmen und das Unternehmen wächst, weil sie einen sehr großen Auftrag gewonnen haben. Und ich fragte den Unternehmer, was möchtest du denn in deinem Unternehmen sehen? Wie soll denn das aussehen, wenn es jetzt nochmal doppelt so groß geworden ist? Und er konnte das sehr schnell beantworten. Und er sagte, ich will eigenverantwortlich sehen und ich will sie als Unternehmer selbst ermöglichen, weil sie schlicht erforderlich ist, um ein Unternehmen wie dieses hier am Laufen zu halten. Ich möchte Selbststeuerung. Ich will darauf setzen, dass wir überall Selbststeuerung haben, wo immer es geht. Und ich möchte Strukturen etablieren, die Eigenverantwortung, Selbststeuerung ermöglichen. Ich habe ihn dann noch gefragt, ja, das klingt jetzt so ein bisschen pauschal. Was ist denn die Umkehrung davon? Und das kam für ihn wie aus der Pistole geschossen. Er sagte, die Umkehrung davon ist die schleichende Verdummung von Menschen durch Regeln der Organisation. Und als viertes sagte er, ich will keine formale Hierarchie erschaffen. Und dann lud ich ihn mal einzuzeigen, was er denn bisher schon sich für Gedanken gemacht hat. Und er legt mir eine Pyramide vor. Ich bin echt vom Glauben abgefallen. Ich war kurz ein bisschen verschnupft und habe mich dann daran erinnert, dass ich ja eigentlich einen anderen Diskurs haben wollte. Mit Sponsor B, ein Unternehmen, das international agiert und das sehr erfolgreich ist und deshalb auch sehr schnell wächst und sich die Frage stellt, wie können wir eigentlich als Unternehmen wachsen?
das gleiche Phänomen. Ich habe gefragt, was für Prinzipien möchtest du denn in dem Unternehmen lebendig haben, wenn es dann mal in seiner Form ist, wie du es dir vorstellst? Und er konnte ganz klar sagen, ich möchte, dass Entscheidungen so dicht wie möglich am Markt getroffen werden. Ich will crossfunktionale Teams, die sich unmittelbar auf den Kunden konzentrieren. Ich möchte Menschen, die in diesem Unternehmen kontinuierlich fachlich und persönliche Entwicklung erleben. Und ich will als fünften Punkt, dass das Unternehmenswachstum einfach ist und die Punkte 1 bis 4 nicht gefährdet. Und dann habe ich gesagt, ach interessant, was hast du denn für Gedanken gemacht? Und er legt mir eine Pyramide vor. Sagt er so, ja, da brauchen wir da ein Head of von irgendwas und da brauchen wir Teamleiter und so weiter und so fort. Und ich erkannte, dass beiden Sponsoren die Vorstellungskraft für die Alternative schlicht fehlte. Und nicht aus einer bösen Absicht, sondern einfach, weil das nicht, einfach noch nicht da war. Und die Menschen wollen das Richtige, also aus unserer Sicht, ne, was Libertäres, was Menschenwürdiges. Aber das, was sie anstoßen, passt schlicht nicht zu dem, was sie wollen, im Herzen wollen, weil ihnen die Unterscheidung Alpha, Beta, die unterschiedlichen Strukturen und die Bildsprache der Alternative schlicht nicht zur Verfügung stehen. Sie haben das einfach noch nicht gelernt. Und daraus habe ich für mich drei handwerkliche Kniffe abgeleitet, die für mich sehr gut funktionieren und die ich gerne teilen möchte, um einen schöneren wertschöpfenden Diskurs mit anderen hinzubekommen. Und die habe ich in drei Tipps verdichtet. Man soll ja nicht Tipps geben, wenn es keine Frage gibt, aber ich erlaube mir das im Rahmen dieses Impulses jetzt trotzdem und für die Person, für die das nicht passt, ignoriert die einfach. Tipp 1, erkundigt euch, was die Menschen, mit denen ihr gerade sprecht, von sich aus sowieso erreichen wollen. Also kommt nicht aus einer dogmatischen Glaubensrichtung und predigt über den Beta-Kodex, sondern stellt das in den Dienst. Was wollen die Menschen gerade tun? Fragt nach dem Verhalten, das sie sehen möchten. Fragt nach den Prinzipien, die sie in den Organisationen lebendig sehen wollen, wie jetzt in meinen Beispielen. Und wahrscheinlich werdet ihr auch feststellen, dass es niemanden gibt, der sich vornimmt, ein schlechtes, menschenfeindliches Unternehmen zu errichten. Und als zweiten Tipp empfehle ich herauszufinden, was es gerade zu entscheiden gibt. Was für eine Entscheidung steht jetzt konkret an? Wenn nichts mehr zu entscheiden ist, weil alle wichtigen Entscheidungen in puncto Organisationsdesign schon längst gefallen sind, dann sind alle Hinweise von euch, die auf die Vergangenheit, auf die gefallenen Entscheidungen blicken, nur Besserwisserei. Niemand mag Besserwisser. Dann ist das Thema durch. Da stößt man auf verschlossene Türen, weil man ja dann nur etwas, was ja vielleicht schon verkauft wurde, diskreditiert. Ich habe kürzlich mit einem großen CDO, einem Digital Transformation Officer, ein Gespräch geführt und ich fragte ihn, was schon zu entscheiden ist und er legte mir seine Spotify-Tribes und so weiter vor und sagte, das ist alles schon fertig, das hat bei uns eine große Beratung gemacht, das muss jetzt weiter implementiert werden. Es ist unnötig, da jetzt mit über Beta zu sprechen, weil das geht nicht mehr. Ne? Also er kann ja nicht mehr zurückrollen, nachdem Größenordnungen von Geld dort reingeflossen sind. Und das wäre nur noch Besserwisserei gewesen. Also da muss man einen anderen Diskurs dann anfangen. Und Tipp Nummer 3, nehmt diesen wohlwollenden Bildungsauftrag, der sich daraus ableitet, aus dieser Unvereinbarkeit zwischen dem Gewollten und den Skizzen, die die Menschen euch vorlegen. Nehmt diesen Bildungsauftrag an. Und macht eure Gesprächspartner mit ganz zentralen Unterscheidungen vertraut. Auf eine einfache, nützliche Art und Weise. Und es ist zu erwarten, dass sich die meisten Dinge, mit denen ihr die Gesprächspartner vertraut machen, unmittelbar für die Leute erschließen. Solange das in diesen Kontext der Wertschöpfung eingebettet ist. Also ganz praktisch, auch das habe ich hier auf dem Muralboard mal abgebildet. Das sind zwei Folien, die ich tatsächlich so verwende. Die Unterscheidung zwischen der formellen Struktur, der informellen Struktur und der Wertschöpfungsstruktur, wird immer verstanden, unmittelbar. Da gibt es keine Diskussion. Wenn man sagt, ey, ich höre, welche Prinzipien ihr da umsetzen wollt, aber ehrlich, liebe Leute, in der formellen Struktur findet nichts davon statt. Ihr könnt dieses persönliche Wachstum in der formellen Struktur nicht ermöglichen, weil die dafür nicht da ist. Die Begriffe, die ihr verwendet, sind Begriffe der Wertschöpfung. Und das Zweite ist zu sagen, wie visualisiert man denn Wertschöpfung? Und auch das wird unmittelbar verstanden, sondern es ist ganz, ganz einfach. Vier Bausteine. Sphäre der Geschäftstätigkeit, den Kunden, die Wertschöpfung von außen nach innen in Zellen, die miteinander füreinander leisten. Fertig aus.
Und das wird unmittelbar verstanden. Also den Artikel von Nils, den ich hier auch auf dem Muralboard verlinkt habe, verstehen die Leute. Und die sind, das habe ich auch persönlich erlebt, am nächsten Tag, ungelogen, am nächsten Tag in der Lage, mit dieser Blaupause anders über ihre Organisation zu sprechen. Die Kunden haben gesagt, okay, dann ignorieren wir jetzt die Hierarchie, ignorieren die Pyramide, das Organigramm, das interessiert uns alles nicht mehr. Jetzt geht es um die Wertschöpfungsbeziehungen. Und wenn die ersten Mal so ein bisschen Kreise gemalt wurden, dann ist die Berührungsangst auch schon längst weg. Und ihr werdet dann vielleicht auch feststellen, dass die Qualität der Gespräche sich tatsächlich substanziell verbessert und auf eine geschöpferische Ebene sich zubewegt. Und dann sind diese Gesetze von Beta eigentlich nur noch eine sinnvolle Unterstützung. Man kann natürlich sagen, klar, die sind die Voraussetzung für das, was ihr hier bereits erarbeitet und verstanden habt. Aber auch dann stellen sich die Gesetze unmittelbar in den Dienst des Erarbeiteten, sind damit nicht mehr dogmatisch, nicht mehr die 10 Gebote oder irgendwie sowas, sondern sie sind quasi ein nützlicher Enabler für das, was die Leute ja jetzt schon wollen, was sie verstanden haben. Und ihr werdet vielleicht sehen, dass dann tatsächlich eine bessere Gesprächsqualität auch über die 12 Gesetze stattfindet. Nicht aus einer ablehnenden Haltung, sondern aus einer Neugier heraus. Und meine ganz persönliche Hoffnung ist, dass sich die Idee des Beta-Kodex durch diese steigende Menge an schöpferischen Diskursen, die wir als Community mit anderen ermöglichen, dass sich die Idee des Beta-Kodex dadurch leichter verbreitet und, naja, die humane Weltwirtschaft so deutlich schneller erreicht werden kann, als wenn wir das auf meine sehr dogmatische Art und Weise machen, die ich ablegen konnte. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich weiß gar nicht, Peter, haben wir noch Zeit, falls Rückfragen sind? Ansonsten, es gibt noch eine kleine Session, wo wir über die Didaktik sprechen für diese Vermittlung des Beta-Kodex auf diese andere Art und Weise. Ja, genau, das werden wir jetzt machen. Wir gehen in die Session. Das ist ein unglaublich spannender Themenkomplex, den du da angesprochen hast und auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die Art und Weise, wie wir in den Diskurs gehen. Wir werden jetzt in die Sessions gehen.